Wir müssen noch zwei vom Trio ausschalten. Ich glaube, die sind zu beiden Seiten hier. Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Wir sehen, wie die stehen. Das kann man so vergessen. Dual Ingrams. Der zweite. Two down, one to go. Nee. Geht so nicht. Tut mir leid. Hätte ich zwar gerne gehabt, aber nicht so. Two down, one to go. Yo. Zwei vom Trio sind schon down. Zwei vom Trio sind schon down. Das Schmerzmittel, das geht uns aus. Das Schmerzmittel, das geht uns aus. Schmerzmittel geht uns aus. Die Musik macht mich irgendwie... Keine Ahnung, die versetzt mich in die Stimmung, dass ich gleich einfach anfange, wild Leute umzubringen. Gangster natürlich. Also... nicht unbescholtene Bürger. Hey! Oh, wir haben Painkiller gefunden. Wo kommen die jetzt her? Hatte da eine Bazooka? Der hat Granatwerfer! Will ich... Alter, den will ich haben! Flieg, Max! Und... ich hab zuerst geworfen! Oh nein! Was? Anderer Vorschlag. So. Schnell, den holen wir uns. Das wollte ich unbedingt gemacht haben. Tut mir leid. Oh nein. Ach komm. Nee, wir haben uns noch nicht geholt. Stimmt. Ach komm, das könnt ihr nicht ernst meinen. Wir sind doch Freunde. Und als Freunde hat man halt Geschenke füreinander. Oh Gott! Ich hab die ausgewählt. Granatwerfer, ja! Es wird lustig. Können wir Versicherungsbetrug betreiben? Wir müssen deren Versicherung einfach überlasten, dann
Ach ja, die Glasscheiben kaputt schlagen, zahlt die Versicherung. Das zahlt hier alles die Versicherung. Da ist noch nicht genug drin. Versicherungsbetrug, ja. Und uns geht die Munition aus. Oh, Schmerzmittel. Nett. Was ist das denn für eine Aktion? Da rollt einfach so ein Typ rein. Ach, erstmal ein Bad nehmen. Oh, das Klo ist blutig. It was too late for her. Oh. Was ist denn hier passiert? You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Oh. Okay, das ist also entweder Mona oder ihre Schwester Lisa Punchinello. Und ich tippe mal drauf, dass es Lisa ist. Denn das letzte Mal, als wir Mona begegnet sind, sah die nicht so aus und die hatte eine Waffe in der Hand. Und das erinnert Max alles eher an, hat einen Helikopter angehalten. An unangenehme Geschichten. Das Telefon schon wieder. Was denn? Max Payne. Talk to me. Alfred Wooten. You've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. Hab ich gehört. You must hurry. The more the merrier. Alles klar. Aber wir haben das Trio noch nicht ganz ausgeschaltet. Da fehlt ja noch einer. Vince Mugnano. Ach, da ist der Letzte. Wisst ihr was? Wir begrüßen den. Vince Mugnano. Oh, der hat uns vorher platt gemacht. So. Vince Mugnano. Es hat sich ausgewinst, Mugnano. Was weiß ich. Ach, der hat eine Schrotflinte verwendet. Ach, ne, eine abgesägt. Doch, eine normale Schrotflinte. Kann ich so schlecht unterscheiden hier? Ja, das ist eine normale. Hoa! Ach, fick doch. Nee, nee. Das Munition dafür ist teuer. Will man nicht verschwenden. Verwenden wir die Ingrams. Punchinello's trio was done for. Das Trio hat sich jetzt erledigt. Ingram Munition, alles schön. Oh, der sagt, Ingram Munition war im Schrank drinne. Ingram Munition war im Schrank drin. Können wir zumachen. Das Trio ist erledigt und ich denke, wir müssen es in Don holen. Ja. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes.
Tja. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. No, I told him nothing. Was? Okay. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. No, I told him not to... Alter, willst du mich... Oh, Gott. Okay, wartet. So. Ja, der hat bittet um Hilfe. Er ist ein Waschlappen, der direkt vor uns in die Knie fällt und labert irgendwas wegen irgendjemand aus der Regierung, würde ihn dazu zwängen, was auch immer er gerade macht. Und er Max ist der Ansicht, dass er versucht Zeit zu schinden. Max ist der Ansicht, dass er keine Zeit verkauft. Und wir drücken jetzt hier drauf und da kommen jetzt diese komischen Regierungsfuzis oder was auch immer. Der rennt weg, sagt nein und ihr haltet mal alle euren Ach! Das könnt ihr nicht ernst meinen! Nein! Ich krieg da gleich einen Koller. Also, ja, der kommt da rein, labert, blub, bla blieb. Jetzt kommen diese komischen Anzugaffen. Max bleibt eiskalt stehen. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Bli bla blub. Ja, da kommt die Anzugsheinis wieder rein. Max bleibt stehen und fickt euch doch alle einfach. Ja, da kommt der Anzugsheidi wieder rein. Max bleibt einfach stehen, während sie den Punchinello ab... Alter, ich hab nichts gemacht. Ich stehe da einfach nur rum. Und die knallen mich direkt über den Haufen. Ja, da kommen ja die Anzugsheidis rein mit ihren Gewehren. Ihr seid alle tot, Freunde. Ihr seid alle tot. Nein, nicht tun. Alter, ich... Ich krieg Koller. Ra. Da kommen wir. Die Anzugsheilis rein. Im Gleichschritt. Hopp, 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 hopp. Wie die letzten Gestapo-Nazis. Wir fressen schnell ein paar Schmerzmittel rein. So, ihr haltet mal alle euer Maul. Mehr Munition habt ihr nicht. Okay. Wir bauen Doppel-Ingram. Punchinello ist tot. Ah, Mann. Die machen einen wahnsinnig. Kann man hier nicht irgendwas... Können wir nicht einen Schreibtisch irgendwie suchen? Gucken, was da drin ist? Nein. Wir müssen uns direkt die Waffe pissen. Wir haben drei von deren Gewehren gekriegt. Und da war nicht mehr Munition drin als das... Trauerspiel. Okay, offenbar hat er sich doch mit irgendwelchen Regierungsfuzis angelegt. Ein Kopf gegen die Regierung, natürlich. Was? Game over, Max Payne. Frau Merkel? I could tell when I was outgunned.
It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. You were fresh out of cash. Oh, shit. Ein bisschen näher am Himmel. Teil 3. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. She had just given me an OD of Valkyr. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me, bruised mugshot from mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. Schnauze. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Nein. Die geben... Ach Gott, das könnte mir nicht antun. Hui. Ja. Yahoo. Die haben uns eine Überdosis von diesem grünen Scheißteil gegeben. Und auf jeden Fall steckt diese Alte dahinter. Aber ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen, als wer dahinter steckt. Wir können keine Schränke öffnen. Who's there? Max? Max, is that you? Ja, ich komme sofort. Hallo, Telefon. Nein, nicht schon wieder. Nimmt der Albtraum denn nie ein Ende? Max? Where are you, Max? Ich bin unterwegs. Ich schaue nur, ob man hier irgendwo E drücken kann. Aber bitte kein Labyrinth. Tut mir das nicht an. Bitte kein Labyrinth. Nein, wir kommen ins Badezimmer nicht durch. No, please, Max, no. I'm sorry. Please don't, Max, no. Please. Oh nein. Lange Gänge, bitte nicht. Oh nein. Max? Where are you, Max? Please. Was? The letter was staring at me. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a graphic novel. The truth split my skull open, a glaring green light washing the lies away. All of my past was just fragmented still shots, words hanging in the air like balloons. I was in a graphic novel, funny as hell. Was the most horrible thing I could think of. Oh, da haben die... Ja, man sieht, er ist in der Hölle, er befindet sich in einem... In einem Comic-Roman. Und das scheint ihm... Das Schlimmste, was ihm passieren kann. Ich denke, da haben die sich hier selbst parodiert, weil die Geschichte von Max immer mit... Ich weiß, kann den Kopf verrenken? Achso. Denn die Geschichte wird ja, wie ihr bereits gesehen habt, immer mit Graphic Novels, mit Cartoon-Roman, mit, ich weiß, Comic-Roman erzählt. Telefon! Bartender is shiny stuff and dreams are made of stupid necromancers. He sings like a banana wrist, having strayed too close to the constellations on their shaved skulls. There was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble, I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu, and the caller's voice sounded oddly familiar.
Okay, Max ist voll auf Drogen und hört da irgendwie seine, aus seiner Waffe irgendwelches Gerede. Ach, diese Oberdosis müssten ja eigentlich töten. Oh nein.